Was darf sein, Captain? Dann brauche ich noch meine restlichen Kanoniere. Kämpfer. Zwei Leute, die verteidigen können. Nö. Kanonier wäre praktisch. Oh, der Teil. Also nachdem ich einen Kanonier hatte, war ich so gut im Schießen. Das habt ihr ja gesehen. Na gut. Was für ein Säbel trage ich? Level 7, das ist gut. Na gut, dann. Ja. Zu meinem Plan selbst. Ich werde ein bisschen einen auf Pirat machen. Jetzt habe ich schon wieder Anker gedrückt. Ich werde auf jeden Fall einen auf Pirat machen. Und mal gucken, ob die Holländer irgendwo so kleine Handelsschiffe oder so rumfahren lassen, die möglichst schlecht bewacht sind. Was kann ich für euch tun, Kapitän? Und wenn die so ein kleines Handelsschiff oder so haben, dann fahre ich dahin. Und ich enter das Schiff. Und dann übernehme und dann, anstatt es zu versenken, schicke ich einfach meinen Offizier auf das Schiff. Der soll doch dann das Schiff leiten, fahren in den nächsten Hafen und verkaufen nicht nur die Waren, die auf dem Schiff verladen waren, sondern gleich alle, sondern gleich das Schiff mit. Deswegen muss ich jetzt ganz genau gucken, was für Schiffe hier so in der Nähe rumlaufen, rumfahren. Ich hab kaum noch Nahrung an Bord. Sollten wir mal schnell einkaufen. Ja, ankern. Gut. Wie viel Gold habe ich noch? 20.000. Gut, und was für meine Crew so an Lohn? Was wollen die so? Sagt er mir nicht. Sagt er nicht. Aufträge? Da ist jedenfalls der Laden. Sieht nicht so aus. Nee. Ach, sah aus, als wäre da ein Loch in der Wand. Komisch. Euer Besuch ehrt mich, Kapitän. So, 1, 2, 3, 4. Das ist doch hübsch. Dann wieder zurück zum Schiff laufen. Und weiter geht die Fahrt. Ich muss auch kurz auf der Karte gucken. Wenn ich ein Schiff überfallen habe, ist natürlich mein eigenes Schiff sehr beschädigt und ich kann nicht sehr weit fahren mit diesem beschädigten Schiff. Also muss ich immer das in der Nähe eines befreundeten Hafens machen. Antigua und St. Kitts würden sich anbieten. Weil da wiederum zwei holländische Städte in der Nähe sind. Deswegen. Oh, das ist natürlich auch schön. Eine Seeschlacht, in der bereits Piraten involviert sind. Und mit den Piraten bin ich ja befreundet. Das heißt, ich kann mich da einfach einmischen. Oh. Aber vorher einmal speichern. So. Jetzt mit F3 in die Schlacht. Angreifen. Dem Schiff sagen, wegsegeln.
Lage überblicken. Wir haben eine Brig. Eine Kriegsgalione. Und eine Korvette. Letzteres hört sich am gefährlichsten an. Das Spiel lägt gerade. Wie nichts Gutes. Dann nehmen wir es auch mal das. Nehmen wir trotzdem das hinterste Schiff zuerst. Ach, und ich habe wieder Traubenkerne geladen, das habt ihr nicht mitgekriegt. Habe ich auch im Hafen mal gemacht. So dass ich die anderen Kanonen auch verwenden kann. Ja, ist schon mal weg. Wieder ein Kanonier. Ich kann das nicht so kämpfen. Das will ich doch entern. Halben Segel. Kurve fahren. Dann ran. Nicht schön, der hat 5,3. Ich will dieses Spawn im Kampf. Das ist total unlogisch, aber total nützlich. Nö, was soll das? Ich habe auch gerade nur so 17 FPS. Das ist nicht gut. Ich hasse diese Kanonenkämpfe. Man will einfach nur... Scheiße, was ist hier los? Zum Captain. Betreten. Brauchte ich nicht mal die Pistole. So. Klasse 4 Schiff. Naja. Ich nehme erstmal
Erstmal genug Traubenkerne. Wieder. Ich brauche. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Sag nicht, das ist jetzt wieder abgestürzt. Nein, ist es nicht. Oh. Aufnahme läuft auch noch gut. Ach, ich dachte schon, das Spiel wäre wieder abgestürzt. So, Schmuggelware macht nur Ärger. Und Nahrung kann ich mir da auch nicht sehr viel mitnehmen. Sonst hat die Crew nichts mehr. So, und jetzt gibt es hier diesen Schiff kapern. Damit sage ich dem einfach nur, setz dich aufs Schiff mit einer Minimalbesatzung. Wegsegeln. Wegsegeln. Und weiter geht die Schlacht mit dem anderen Schiff. Oh, hoffentlich habe ich jetzt nicht das billigste Schiff genommen. Ich habe das billigste Schiff genommen von allen. Nein! Ich habe keine Ahnung, welches Schiff das ist. Einfach mal hin. Ups. Ah! Immer auf eigene Leute, der hat irgendwie so ein Friendly Fire. Schwer ist das jetzt nicht. Egal, ich finde halt immer wieder ein paar Waren. Und das ist doch auch was Schönes. Hier kann ich jetzt die ganze Nahrung mitnehmen, weil das Schiff wird. Ah, oh, ist ein Klasse 3 Schiff, super. Ich habe da echt das billigste von allen Schiffen mitgenommen. Und wieso habe ich Feldschlangen? Die finde ich blöd. Ich habe echt das billigste von allen Schiffen mitgenommen, aber mein eigenes ist immer noch besser als das. Also, das wird astrein versenkt. Es gibt doch noch ein gegnerisches Schiff. Ich will das mit der Erfahrung doch nicht entgehen. Die Erfahrung. Spielbegriff Sinn gegeben. Oh, das Schiff sieht auch schön aus. Brauchen kann man hier.